wo ich mir es bestell's. Komm, bring mir mal eine feine altfreies Bier, dass ich schon heute Abend um 9 meine Blase nicht mehr spür. Ist es dir recht, ja, dann schreib ich heute vielleicht sogar um 9:30. Sag dem Sani, es ist heute so viel, ich kann selber gehen. Auf den Hildermusstag zum 1:30. Ob du Narbe hast oder auch keins, amüsierst du dich, denn das findet sich auf dem Hildermusstag zum 1:30. Wer noch niemals in rauschiger Nacht einen Hildermusstag gemacht, ist ein Hammerwicht, denn er kennt dich nicht. So bei Omsberg, bei Omsberg, bei Nacht! Dankeschön! Wir haben wunderbar! Danke, Leonau! Merci, Mimos! Und im Namen vom Tennisclub Omsberg als Ausrichter möchte ich einfach zuerst einmal an Sie, liebe Zuschauer, meinen Dank aussprechen für das Kommen, für das Mitmachen, für das Lachen, für den Applaus. Ich möchte auch nochmal vergelt's kurz sagen, bei den Sponsoren, ohne Sponsoren geht's nicht. Auch an die fleißigen Helferinnen und Helfer, die für die ganze Veranstaltung im Hintergrund gearbeitet haben. Ich möchte stellvertretend unser Deko-Team nennen, das hier also den Stadel auf schöne Atmosphäre gebracht hat. Danke Merkel, nicht weiß-blau, sondern weiß-schwarz, Abensberger Farben. Dank möchte ich auch noch sagen an den Fotografen, an Jakob Bär, der heute die ganze Veranstaltung fotografiert hat. Die ganzen Fotos kann man dann auch später, denke ich mal, auf Facebook, Internet und sonst wo noch sehen. Auch am Filmemacher, am Walter Duscher, der uns wieder hilft, dass wir dann hernach den Film entweder als DVD oder auf YouTube schön hinbringen, dass auch nochmal jeder nachvollziehen kann. Ich möchte aber auch nicht vergessen, weil das ist immer ganz wichtig, die stehen zwar nicht im Rampenlicht, aber sie sind ungemein wichtig, unsere beiden Roadies, die Pia Schuderer und die Katharina Falch, die hier immer im Hintergrund hin und her geschoben haben. An die Technik, Christian Steinbeck am Verfolger, Gerdi Bäumler und Daniel Reis oben bei der Tontechnik. Und jetzt möchte ich eigentlich ein bisschen abweichen vom Protokoll, wie wir es eigentlich auch ausgemacht haben. Ich möchte nämlich Dankeschön sagen und auf die Bühne bitten die beiden Regisseurinnen, das wissen die noch nicht, die Brigitte Hahnrieder und die Anna-Maria Tuscher, die heute für diesen Abend Verantwortung getragen haben. Vielen, vielen herzlichen Dank, ihr habt es super gemacht, ich habe viel Arbeit reingesteckt. Aber alles wäre natürlich nicht möglich ohne die Künstler. Die Künstler haben es fertiggebracht, dass man ausnahmsweise im März, ich glaube, das hat man noch nie in 700 Jahren, das schon gelemoselt hat. In dem Sinn, darf ich fragen, geht noch einer? Ja. Ich träume ein Jahr lang von der Zeit. Und dann im Herbst, da ist es dann soweit. Alles war so Jugend. In meinem Zeh freu ich mich, wenn ich die Bierzelte seh. Das Riesenradl, der Autoscooter, sind aufgestellt. Die ganzen Standeln, die Karusselle, das ist meine Welt. Dann das Gedränge der Menschenmenge, wir bahnen uns wie jedes Jahr den Weg. Klein ein Zelter, ein frische Mass. Nein, aber 20, das kostet das Jahr der Spaß. Ein resche Brezen, ein Hepfel Kass. Da hau ich rein. Ein Fisch vom Steckerl oder
Peter. Mein, dies ist fein. An Tagen wie diesen wünscht man sich unendlich Geld. An Tagen wie diesen, da fragst du, was kostet es? In dieser Zeit der Zeiten, da rinnt das Geld dahin. Nicht so, was kostet es? Es hat ja eh keinen Sinn. Wir feiern ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Egal was du schaust, fesche Leute. Ja, so ist es heute bei unserem Dynamo. Unser Dezenter, dann spiel zu. Wir gehen nicht aus im Stadl oder am Weinzelt. Oder vielleicht im Center, da geht's nur auf. Jetzt alle! Auf Tage wie diese freut man sich ja lange Zeit. Fünf Tage wie diese gibt es nirgends weit und breit. In diesen kalten Nächten, uns der Herbst verspricht, stehen wir auf Tisch und denken, kein Ende ist in Sicht. Auf Tage wie diese freut man sich eine lange Zeit. Fünf Tage wie diese es nirgends weit und breit. In diese kalten Nächte, die uns der Herbst verspricht, blüht schon am Becken, kein Ende ist in Sicht. 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 Auf Tagen wie diesen freut man sich ja lange Zeit. Auf Tisch und denken, ein Ende ist in Thank you.